Soll ich Ihnen noch etwas bringen? Ja, bitte nochmal dasselbe. Was ist passiert? Können Sie keinen mehr finden, der mit Ihnen trinkt? Ich wollte nur nicht, dass Sie denken, Sie sind eine Ausnahme. Sie sollten sich freuen, mich zu sehen, weil ich eine gute Nachricht für Sie habe. Ach, sind Sie unheilbar krank? Nein, nein, etwas, was Ihnen besser gefallen wird. Ich bin derjenige, der entscheiden wird, wer Ewing Oil kontrolliert. Und wie kommen Sie darauf, dass mich das glücklich machen sollte? Na, weil Sie es sein werden. Das weiß ich selbst, dazu brauche ich Ihre Hilfe nicht. Kann ich Ihnen auch etwas bringen? Nein, nein, er bleibt nicht hier. Ja, bringen Sie mir einen Bourbon mit Wasser. Ja, gern, Sir. Sie sollten mich nicht ärgern, J.R. Ich könnte sonst Bobby gewinnen lassen. Unsere Firma hat einen Bohrer entwickelt, den Bobby in Kanada einsetzen möchte, aber ich werde nicht zulassen, dass er ihn bekommt. Warum sind Sie so gut zu mir, Barnes? Weil ich will, dass das kanadische Ölfeld an mich fällt. Und? Ich möchte, dass Sie wieder Ewing Oil leiten. Denn wenn ich eines Tages Ihre Firma vernichte, möchte ich sehen, wie Sie mit untergehen. Eines war falsch, Barnes. Ich dachte eigentlich, Sie wären einfach nur dumm. Aber das denke ich nicht mehr. Nein, ich war noch nie dumm. Heute erkenne ich, dass Sie irgendwo in dieser Andeutung von einem Gehirn tatsächlich glauben, dass Sie sich mit mir messen können. Behalten Sie nur Ihren Bohrer und werfen Sie Bobby aus dem Rennen. Und wann immer Sie denken, dass Sie es mit mir aufnehmen können, tun Sie es ruhig. Wissen Sie, ich hatte schon fast vergessen, wie viel Spaß es gemacht hat, Sie in den Schmutz zu treten. Weshalb stehen Sie denn da rum? Aus schierer Neugier. Ich wollte sehen, ob der größte Idiot in der Ölbranche es wagt, heute Abend hier aufzutauchen. J.A., Sie sind ein mieser Verlierer. Da haben Sie vielleicht recht. Aber ich bin schon lange im Ölgeschäft, Barnes. Und Sie sind ein Neuling. Die Sache wächst Ihnen über den Kopf. Sie werden dort niemals Öl fördern und ich gebe Ihnen einen freundschaftlichen Rat. Verringern Sie Ihre Verluste. Lassen Sie die 20% Anzahlung verfallen, die Sie hinterlegen mussten. Wollen Sie vorschlagen, ich soll aussteigen? Ich will damit nur sagen, dass ein 32-Millionen-Dollar-Verlust schmerzloser für Sie ist, als der Verlust Ihrer ganzen Firma, die Ihnen Ihre Mutter hinterlassen hat. Das ist ein ölreicher Sektor. Millionen Dollar kann man da rausholen. Sie würden Öl ja nicht einmal erkennen, wenn es aus Ihrem Auto fließt. Sie können nur nicht ertragen, dass Barnes Wentworth sehr bald mächtiger sein wird, als es sich Ewing je erträumt hat. Barnes, Sie sind genauso dumm, wie es Ihr Vater war. Kennen Sie den Unterschied zwischen Ihrem Vater und meinem? Mein Daddy wusste, wie man investiert. In die richtige Anlage, die richtigen Geräte. Er hat gewusst, wie man Öl aus der Erde holt. Während Ihr Vater nur damit geprahlt hat, er könne das Öl riechen. Er würde nichts brauchen als seine Nase. Aber wohin seine Nase ihn geführt hat, war die nächste Kneipe. Ich werde Ihnen zeigen, wohin Ihr Mundwerk Sie führt. In einem haben Sie allerdings recht, Cliff. Es liegt dort unten Öl. Öl, das Millionen und Abermillionen Dollar wert ist. Aber Sie werden es nicht bekommen. Sie werden die Firma Ihrer Mutter in den Bankrott führen und dann bald genauso wie Ihr Vater enden. Als Trinker und Penner. Ich werde Ihnen schon zeigen, wie man Öl findet, weil ich mit Höchstleistung fördern werde und niemand wird mich daran hindern. Und dann, G.A., werde ich mir Ewing Oil in die Tasche stecken. Was sagt man dazu? Wir stehen jetzt hoch im Kurs, Cliff. Passen Sie auf, gleich werde ich Ihnen demonstrieren, wie hoch mein Kurs ist, falls meine Information stimmt. Ah, da, sieh einer an. Nein, nein. Cliff, ich dachte, wir hätten zur Feier des Tages ein ruhiges Abendessen. Halten Sie sich zurück, Cliff. Wir wollen heute keinen Ärger mit J.R. Ewing. Ärger mit J.R.? Nein, bestimmt nicht. Ah, ich möchte J.R. Ewing Dank sagen, dem neuesten Bankier von Dallas. Machen Sie sich nicht zum Narren, Barnes. Nein. Nein, ich möchte Ihnen nur diesen Scheck überreichen und Ihnen in aller Öffentlichkeit dafür danken, dass Sie mir etwas finanziert haben, das sich als eine der erfolgreichsten Bohrungen aller Zeiten entpuppt hat. Jeder weiß noch, wie vor nicht langer Zeit J.R. Ewing meinen Daddy und mich an diesem Ort zutiefst beleidigt hat. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass ich Ihnen das nicht mehr nachtrage. Im Gegenteil, Ihre Bemerkungen damals haben mich derart angespornt, weiterzumachen, dass ich Ihnen für meinen Erfolg persönlich danken wollte. Vielleicht bringen Sie es irgendwann über sich, meinem Daddy dafür zu danken, dass er Ewing Oil zu dem gemacht hat, was es ist. J.R., Sie wollten doch nur das mit mir machen, was Jock Digger angetan hat. Aber es klappt denn nicht. Vielleicht bin ich einfach stärker. Vielleicht bin ich cleverer. Oder ich habe einfach mehr Glück. Vielleicht stimmen auch alle drei Faktoren. Wie dem auch sei. Dieses Mal war ein Barnes um Klassen geschickter als ein Ewing. Oh, Cassie.
Seien Sie bitte so freundlich und bringen Sie den Champagner zu Mr. und Mrs. Ewing an den Tisch. Ich will Ihnen etwas schenken, damit Sie diesen Abend nie vergessen. Ich möchte nach Haus. Jetzt noch nicht. Mr. Ewing, wenn Sie sie nicht wollen, dann... Nein, lassen Sie sie ruhig hier. Warte am Fahrstuhl auf mich. Barnes, ich möchte Ihnen für diesen wunderschönen Abend danken. G.A., vergessen Sie nur Ihren Scheck nicht. Mrs. Ewing, Mrs. Ewing. Nein, danke. Halt einen Augenblick bald. Ewing! Oh nein, was wollen Sie denn, Barnes? Muss ich denn immer was von Ihnen wollen? Vielleicht habe ich was für Sie. Wir stehen uns doch so nahe. Ah, ich fühle mich einem toten Stinktier näher als Ihnen. Wirklich reizend siehst du heute Abend aus. Sind Sie betrunken oder was ist? Was? Oh, wir sollten wirklich versuchen, freundlicher zueinander zu sein. Man weiß nämlich nie, wann man mal einen Freund braucht. Sie bestimmt nicht. Das können Sie nicht wissen. Schließlich sind wir verwandt. Wir gehören nicht mal der gleichen Spezies an, Barnes. Das war wirklich sehr gut gekontert. Ganz hervorragend, das muss ich mir merken. Aber was uns betrifft, gibt es so vieles, was ich mir merken möchte. In all den Jahren hat sich so viel angesammelt und ich will nichts davon vergessen. Wünsche wohl zu speisen. Ja, Cassie, würden Sie den Ewings bitte eine Flasche bringen? Ganz gleich, was Sie haben möchten und Sie dann auf meine Rechnung setzen? Ja, Sir. Mr. Barnes wirkt heute Abend ausgesprochen fröhlich. Ja, bringen Sie uns Champagner, aber auf meine Rechnung. Gern, kommt sofort. Cliff Barnes lädt jemanden ein? Sicher hat er zu lange an der Bar gesessen. Da stimmt was nicht. Stehen. Tut mir leid, Sir, da können Sie nicht rein. Es findet eine Besprechung statt. Ewing! Wer zum Teufel ist denn das? Tut mir leid, er ist einfach reingeplatzt. Ich dachte, ich erwische Sie allein, J.A., aber wie ich sehe, haben Sie Gesellschaft. Was wollen Sie hier, Barnes? Ich wollte Ihnen nur vorschlagen, wie Sie Geld sparen können. Das möchte ich hören. Was soll das heißen? Ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, wie überrascht ich war, dass nicht alle Ewing schlechte Menschen sind. Einer aus Ihrer Familie ist jetzt mein Partner geworden. Sie hat mir die Kopie eines Vertrages gegeben. Danach gehört mir jetzt ein Drittel von Ewing Oil. Natürlich wissen Sie das bereits. Und da dachte ich, wir können uns einen Haufen Ärger ersparen, wenn wir die Firma sofort zwischen uns aufteilen. Bevor das geschieht, müsste schon im Sommer Schnee fallen. Gleichgültig, wie das Wetter ist, ich kann warten. Sie gehört mir. Verstehen Sie, da wir sowieso alle bald Partner sein werden, warum sollen wir unser Geld mit hohen Anwaltsgebühren verschleudern? Oh, nichts für ungut, Harvey. Verlassen Sie mein Büro, Barnes. Ich wollte doch nur freundlich sein. Oh, ich's vergesse. Das hier wird nicht mehr lange Ihr Büro sein, J.R. Da Ihre kleine Cousine Jamie und ich die Mehrheitsaktionäre sind, möchten wir diese Räume vielleicht für uns selbst. Aber wenn Sie schön anständig sind, dann dürfen Sie und Bobby sich vielleicht das Zimmer der Sekretärin teilen. Ja. Sie können da nicht einfach reingehen, Mr. Barnes. Bleiben Sie hier. Spielen Sie sich nicht auf. Ja, gut. Was wollen Sie hier, Barnes? Du kannst doch nicht einfach hier eindringen. Tut mir leid, J.R., ich konnte ihn nicht aufhören. Veranlassen Sie, dass mein Büro desinfiziert wird, wenn er weg ist. Ich weiß nicht, wie Sie davon Wind bekommen haben, aber Sie müssen es wissen, sonst hätten Sie mir nicht dieses geldgierige Biest auf den Hals gehetzt. Aber es ist zwecklos, Sie haben Schiffbruch erlitten, denn das Spiel ist vorbei. Sie haben verloren und ich gewonnen. Bingo! Wovon reden Sie, Barnes? Ich habe überlegt, wie ich es Ihnen mitteilen sollte. Erst habe ich eine Zeitungsanzeige aufgeben wollen und dann dachte ich an ein Flugzeug, das es an den Himmel schreibt. Langsam ärgerst du mich, Cliff. Fang an, dich daran zu gewöhnen. Weil sich alles zum Guten gewendet hat, Jamie ist gestorben, ohne ein Testament zu hinterlassen. Na und? Dann erbt Jack alles, Ihr Bruder. Er ist Ihr einziger Verwandter. Warum benehmen Sie sich noch dümmer als sonst? Da irrt ihr euch aber sehr. Ihr Bruder ist nicht Ihr nächster Angehöriger. Das ist Ihr Mann. Erinnert ihr euch an Ihren Mann? Sie sind aber doch geschieden. Nein, der nächste Irrtum. Sehen Sie, Jamie hat weder ihr Testament ordnungsgemäß eingereicht, noch ihre Scheidungspapiere. Das bedeutet, dass die liebe Verstorbene zum Zeitpunkt ihres Todes noch meine Ehefrau war. Augenblick mal, ihr hattet euch aber getrennt. Sie selbst haben auf die Scheidung getrennt und sie durchgesetzt. Haltet eure Büros bereit, haltet die Bücher bereit, haltet alles für mich bereit. Denn es ist nur eine Frage kürzester Zeit, dann wird es amtlich. Dann werden 10% von all dem, was Herr Ewing Oil nennt, mir gehören. Cliff Barnes.
Jackie, verbinden Sie mich mit James Mooney von der Tri-State Savings. Cliff, bitte rufen Sie sofort an, ja? Cliff, ich wollte Ihnen nur sagen, dass Mr. Ewing hier ist. Ja, was wollen Sie hier? Cliff, ich würde Sie gern unter vier Augen sprechen. Keine Anrufe. Also bitte kommen Sie heran. Sagen Sie mal, haben Sie bei Ewing Oil irgendein Problem, zu dessen Lösung Sie meinen Sachverstand brauchen? Ich weiß, dass wir im Laufe der Zeit unsere Meinungsverschiedenheiten hatten, aber... Was wollen Sie? Ich will Ihnen einen fairen Waffenstillstand vorschlagen. Mhm. Ja, jetzt, wo mir 10% von Ewing Oil gehören, hissen Sie die weiße Fahne. Was wollen Sie wirklich? Ich will Jamies Anteile zurückkaufen. Dann gebe ich sie lieber für wohltätige Zwecke her. Glauben Sie mir, J.A., sofort werde ich Ihnen bei jedem Geschäft mit Argusaugen über die Schultern sehen. Gewöhnen Sie sich mal langsam dran. Nun, man kann uns nicht als Freunde bezeichnen. Aber ich weiß, dass Sie im Grunde ein anständiger Mensch sind. Oh. Was mir Ewing Oil bedeutet, wissen Sie ja. Es ist immer mein Traum gewesen, dass eines Tages mein kleiner Junge, wenn er erwachsen ist, die Firma übernehmen wird. Die Geschichte rührt mich zu Tränen, aber ich bedauere, ich habe keine Zeit mehr. Und was? Was ist los, J.A.? Was fehlt Ihnen? Geben Sie mir was zu trinken. Ja, natürlich. Bitte. Einen Augenblick. Warten Sie, ich gieße Ihnen einen Whisky ein. Er kommt sofort. Ich sage Ihnen, wir werden alle älter. So viel ist sicher. So, hier ist er schon. Hier, trinken Sie. Danke. Geht's wieder? Geht's wieder? Ja, ja, danke. Dann möchte ich einen Toast auf die Barnes ausbringen, die endlich bekommen, was sie verdient haben. Sie werden bekommen, was sie verdienen. Aber es wird kein Anteil von Ewing Oil sein. Thank you.